Antrag der Fraktion der SPD betreffend deutsche Gebärdensprache als Wahlpflichtfach an hessischen Schulen einführen, Drucksache 19/3633. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Als erste Rednerin hat sich Frau Kollegin Geis von der SPD zu Wort gemeldet. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Bereits 1998 hat der Hessische Landtag nach entsprechender rot-grüner Initiative beschlossen, die deutsche Gebärdensprache an den Schulen für Hörgeschädigte ab dem Jahrgang 5 einzuführen. Daran hat sich in den letzten Jahren nichts verändert. Es gab aber auch keine Weiterentwicklung. Und das, obwohl die deutsche Gebärdensprache seit 2002 als eigene Sprache durch das Bundesgleichstellungsgesetz in Deutschland anerkannt ist. 80.000 Menschen in Deutschland nutzen sie als ihre Muttersprache. Ebenso ist im Hessischen Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung niedergelegt, dass die deutsche Gebärdensprache als eigenständige Sprache anerkannt ist. Und in der UN-Behindertenrechtskonvention ist die Gebärdensprache sogar besonders hervorgehoben. Die Vertragsstaaten haben sich verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität zu erleichtern. Zu einer Stärkung der Bildungschance für Menschen mit einer Hörbehinderung gehört auch die Stärkung der deutschen Gebärdensprache. Im Jahr 2016 ist aus unserer Sicht es an der Zeit, die deutsche Gehörlosensprache, Gebärdensprache als Wahlpflichtunterricht und für die Gymnasien analog gemäß § 2 der Verordnung über die Stundentafel im Wahlunterricht im ersten Schritt für all diejenigen Schulen einzuführen, die Schülerinnen und Schüler mit Hörbehinderungen unterrichten. Der Deutsche Gehörlosenverbund schreibt dazu in seiner Stellungnahme, Schulversuche haben bewiesen, dass bilingual, also mit Gebärdensprache und mit Lautsprache erzogene gehörlose Kinder annähernd gleiche Lesekompetenz und Textverständnis haben wie vergleichbar hörende Kinder. Die bilingual erzogenen Kinder zeigen mehr Bereitschaft zur Lautsprache. In Hessen besuchen laut LWV 750 Schülerinnen und Schüler eine Förderschule. Weitere 1.300 Schülerinnen und Schüler mit Hörbehinderungen besuchen eine Regelschule. Und das ist gut so. Denn wie wir gestern hörten, ist es ein Ziel der Landesregierung, in jedem erwünschten Fall eine inklusive Beschulung vorzunehmen. Im Rahmen der Inklusion ist es aber nicht zu verstehen, weswegen der deutschen Gebärdensprache im ersten Schritt nicht an all denjenigen Schulen eingeführt wird, an welchen ein hörbehindertes Kind beschult wird. In den USA zum Beispiel ist die amerikanische Gebärdensprache als Wahlfach in den Highschools längst etabliert und dort die viertpopulärste Sprache nach Spanisch, Arabisch und Französisch. Auch der Landeselternbeirat von Hessen forderte bereits 2014 ein, dass die deutsche Gebärdensprache als Wahlpflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler auch in den Oberstufen eingeführt wird. Das zeigt eine deutliche Position der hessischen Eltern bereits im Jahr 2014. Denn das, meine Damen und Herren, wäre Inklusion für Hörbehinderte leicht gemacht. Hilfreich für unser Anliegen ist auch die Initiative des Beauftragten für Menschen mit Behinderungen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Herrn Uwe Schrummer. Ich zitiere seine Position. Wenn wir auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie im Privatbereich Barrierefreiheit erreichen wollen, dann ist einer der ersten Schritte, die Gebärdensprache aufzuwerten. Möglichst viele Menschen müssen motiviert werden, diese Kommunikationsform zu erlernen. Ich finde diese Initiative sehr interessant und begrüßenswert. Die Bundestagsfraktion der CDU hat nämlich die Kultusministerkonferenz angeschrieben und darum gebeten, die Gebärdensprache als Unterrichtsfach in Regelschulen einzuführen. Die Kultusministerkonferenzvorsitzende Frau Bodega hat das unterstützt und das Schreiben an die Mitglieder der KMK weitergeleitet.
Und in den Bundesländern Berlin und Brandenburg wird die deutsche Gebärdensprache eingeführt werden. In Hamburg ist sie bereits eingeführt. Die Einführung der deutschen Gebärdensprache wäre auch für das Land Hessen eine große Chance, in den Bemühen um inklusive Beschulungen die rote Laterne zumindest im Bereich der Menschen mit Hörbehinderung abzugeben. Die Kultusministerkonferenz hat gemäß Mitteilung der Union im Bund die Länder aufgefordert, individuelle Wege für junge Menschen mit Hörbehinderungen zu finden, auch ohne das Vorweisen einer zweiten Fremdsprache zum Abitur gelangen zu können. Es wäre interessant zu erfahren, wie weit in Hessen diese Bemühungen schon gediehen sind. Dazu gehören im Übrigen auch die Bemühungen, mehr Lehrkräfte auszubilden. Die vorhandenen 13 Dozentinnen und Dozenten in dieser Sprache sind deutlich zu wenig. Und wenn dann auch noch in der Tat hörende Schülerinnen und Schüler Interesse daran haben, die deutsche Gebärdensprache im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts zu erlernen, so ist das ein großer Schritt hin zur Ermöglichung von Teilhabe aller in der Gesellschaft und damit auch hin zu einer Inklusion, die diesen Namen wirklich verdient hat. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Ravensburg für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Geis! Seit dem Jahr 2000 ist die Gebärdensprache als eigenständige Sprache anerkannt. Sie haben darüber berichtet. Deshalb könnte der Antrag der SPD, Gebärdensprache als Wahlpflichtfach in hessischen Schulen einzuführen, auf ersten Blick Charme haben. Als zweiten Blick muss ich allerdings die Frage stellen, was wollen Sie damit eigentlich erreichen, und ist tatsächlich der Wahlpflichtunterricht die richtige Lösung? Will man nun nämlich die Gebärdensprache einführen als eigenständige Sprache und Anerkennung als zweite Fremdsprache, die dann eben auch, Sie haben es erwähnt, in der gymnasialen Oberstufe anerkannt wird, dann müsste diese Entscheidung an die Kultusministerkonferenz verlagert werden. Sollte die Gebärdensprache dann unterrichtet werden können, wenn ein hörgeschädigtes Kind in der Klasse unterrichtet wird, das haben Sie eben so geschildert, dann sollten wir zunächst einmal wissen, um welche Kinder es überhaupt gibt. Es gibt nämlich nicht das eine hörgeschädigte Kind, sondern, und das ist eine große Errungenschaft, möchte ich hier bemerken, das flächendeckende Hörscreening hat dazu geführt, dass Hörprobleme ganz früh schon diagnostiziert werden können und Kinder mit Cochlea-Implantat versorgt werden und diese überhaupt keine Gebärdendolmetscher im inklusiven Unterricht benötigen, sondern oftmals andere technische Einrichtungen wie Akustikdecken oder die Ausstattung mit Mikrofonsystemen völlig ausreichend sind. Deshalb reduziert sich die Anzahl der Kinder, die auf Gebärdensprache im Regelunterricht angewiesen sind, auf wenige Kinder hier in Hessen. Sie können den inklusiven Unterricht nur mit der Unterstützung von Gebärdendolmetschern besuchen. Und da ist es natürlich sehr zu begrüßen, dass auch Ihre Mitschüler über die Gebärdensprache mit diesen Kindern kommunizieren könnten. Jedoch frage ich mich dann, Frau Geis, warum der Antrag auf Wahlpflichtunterricht gestellt wird. Denn der beginnt, und das Gleiche gilt ja für den Wahlunterricht im Gymnasium, der beginnt erst mit der 7. Klasse. Das hörgeschädigte Kind ist aber dann bereits eigentlich erst schon ab dem 5. Schuljahr in der weiterführenden Schule. Und die Frage stellt sich, was passiert in der Grundschule? Vielleicht ist es Ihnen auch nicht bekannt gewesen, dass es in Hessen bereits die Möglichkeit gibt, Gebärdensprache als Wahlunterricht oder im Rahmen der Ganztagsangebote dann aber nicht benotet anzubieten. Will ich das Interesse vielleicht an Gebärdensprache wecken, auch das haben Sie erwähnt, um mehr Kinder für den Beruf des Gebärdendolmetschers zu begeistern, dann ist deshalb der Wahlpflichtunterricht für mich nicht notwendig, sondern es gibt andere Ansätze, die wir wählen sollten.
Auch in anderen Bundesländern, das haben Sie erwähnt, gibt es jetzt zwar die Möglichkeit, Gebärdensprachunterricht anzubieten, aber die Nachfrage in den Schulen ist als sehr gering zu beurteilen. Erstens ist es sehr schwierig, auch das haben Sie erwähnt, geeignete Lehrkräfte zu finden, die Gebärdensprache nicht nutzen für anderen Unterricht, sondern die Gebärdensprache als Sprache unterrichten. Zweitens ist das Erlernen der Gebärdensprache keineswegs leicht zu erlernen. Und deshalb ist die Frage, finden sich genug Schüler, die den Wahlpflichtunterricht dann auch über mehrere Jahre in der Regelschule benotet dauerhaft bewegen wollen. Ich habe deshalb auch gestern noch einmal Kontakt mit einer der vier Förderschulen für Hörgeschädigte in Hessen aufgenommen. An dieser Schule wird Gebärdensprache bereits unterrichtet. So können die Kinder von Anfang an, sobald sie dort eingeschult werden, mit ihren Mitschülern, die überhaupt kein Hörvermögen haben, über Gebärdensprache kommunizieren. Und das ist der entscheidende Unterricht für mich, denn dieser beginnt bereits in der ersten Klasse. Meine Damen und Herren, mir ist die Notwendigkeit der Einführung eines benoteten Wahlpflichtfaches in Hessen auch nach der Rede von Ihnen, Frau Geis, nicht ersichtlich. Aber wir sind gerne bereit, im Ausschuss weiter mit Ihnen über die Einführung der Gebärdensprache zu diskutieren. Die nächste Wortmeldung ist der Kollege Greilich für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es macht ja immer Sinn, sich noch einmal mit den Grundlagen zu beschäftigen, wenn man über solche Veränderungen redet. Wir haben derzeit, so die Zahlen, die ich mir herausgesucht habe, 151 Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf in dieser Art, die am gemeinsamen Unterricht in Hessen teilnehmen. Das sind 1,9% der Schülerinnen und Schüler, die sonderpädagogische Förderung erhalten. Und wir haben im Gegenzuge 736 Schülerinnen und Schüler, die an Förderschulen mit Förderschwerpunkt Hören unterrichtet werden. Das ist also deutlich die größere Zahl, bei der übereinstimmt natürlich das Ziel ist, das kommunikative Verhalten, das sprachliche Handeln und die Integration zu fördern, sodass die betreffenden Kinder und Jugendlichen gemeinsam an der kulturellen Welt von Hörgeschädigten und Hörenden teilnehmen können. Der Antrag, die Forderung der SPD, bezieht sich eben nicht auf alle allgemeinbildenden Schulen, sondern nur auf die Schulen, die Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Hören unterrichten. Ich glaube, das ist bei der allgemeinen Diskussion schon von erheblicher Bedeutung. Es gibt hierzu den § 30 der Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge. Und dort gibt es gewisse Gestaltungsmöglichkeiten. Ich darf einmal zitieren. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die der Wahlpflichtunterricht nach der Stundentafel für die Mittelstufe über das Fremdsprachenangebot hinaus bietet, kann die Schule nutzen, um für die Mittelstufe über das Fremdsprachenangebot hinaus durch Schwerpunktsetzungen ein eigenes Schulprofil zu entwickeln oder zu verstärken und es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, ihre Neigungen und Schwerpunkte auszuprägen. Ich hatte den Kultusminister angeschrieben, wegen des Begehrens, Gebärdensprache als Wahlpflichtunterricht zu ermöglichen, und bekam eine ausführliche Antwort, für die ich bei der Gelegenheit auch noch einmal danken will, in der es an der entscheidenden Stelle heißt, ich zitiere die drei Zeilen, die deutsche Gebärdensprache kann aus hessischer Sicht auch nicht als Wahlpflichtunterricht an allgemeinen Schulen angeboten werden, da neben der fehlenden Anerkennung als Fremdsprache die Voraussetzung des direkten Bezugs auf die Inhalte der Fächer des Pflichtunterrichts dieser Schulen fehlt. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist richtig, wenn man sich auf die geltenden Regelungen des Hessischen Schulgesetzes zu den Unterrichtsgegenständen bezieht. Nun ist es aber ja so, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir gestern gerade eine Novelle des Schulgesetzes hier in den Landtag bekommen haben und dass man da ja, wenn man den Willen hätte, etwas anzupassen, durchaus darüber nachdenken könnte, im Gesetz eine entsprechende Veränderung vorzunehmen. Mir scheint es an dem Willen zu fehlen.
wenn nur angeboten wird, auf Wahlunterricht oder Wahlangebote einzugehen. Ich sage dazu einmal, was ich recherchiert habe. Die Bremer Grünen-Fraktion zum Beispiel hat im September 2015 in der Bürgerschaft eine entsprechende Anfrage eingebracht mit der Tendenz, dort Wahlpflichtunterricht zu ermöglichen. Berlin, Brandenburg und Hamburg haben entsprechende Regelungen getroffen bzw. auf den Weg gebracht. Deswegen, Frau Kollegin Ravensburg, wir sollten uns im Ausschuss in der Tat ausführlich noch einmal mit der Frage beschäftigen. Denn wir reden, wie gesagt, ja nur über die Schulen, Förderschulen mit dem Schwerpunkt Hören, Förderschwerpunkt Hören. Und da finde ich es grundsätzlich das Anliegen zu begrüßen, das die SPD hier fordert, das sie hier vorträgt. Jedoch müssen klare Kriterien erfüllt werden, was Kursstärke, Qualifikation etc. angeht. Das Ganze ist ein Beitrag zur inklusiven Gesellschaft. Denn nicht nur betroffene Kinder, sondern auch die mit ihnen unterrichteten interessierten Kinder könnten von diesem Angebot Gebrauch machen und davon profitieren. Ich glaube, das sollten wir noch einmal sehr genau besprechen und überlegen, ob wir hier nicht einen Weg finden, gerade im Zuge der Schulgesetznovelle dort eine Lösung zu finden. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Schott. Kollege Rentsch klagt für den Rest der Welt. Okay. So laut. Irgendwie habe ich diese Woche immer nur Riesen vor mir gehabt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hätte mir gewünscht, nicht nur anlässlich dieser Debatte, aber für diese ganz besonders, hier einen Gebärdendolmetscher zu haben. Weil ich glaube, es wäre spannend, wenn auf den Videos, die dann raus in die, ins Land gehen, die Menschen, über die wir hier auch reden, nämlich die mit Hörschwierigkeiten, die Möglichkeit gehabt hätten, in ihrer Gebärdensprache zu verstehen, zu sehen, was wir hier debattieren. Leider ist uns die Inklusion in diesem Haus so viel nicht wert gewesen, nicht einmal heute. Ich bedauere das sehr. Wir reden über Schulen mit dem Schwerpunkt für hörgeschädigte Kinder. Nein, wir sollten über alle Schulen reden. Wir sollten darüber reden, dass die Kommunikationsform Gebärdensprache ein Angebot ist, das Kinder an Schulen erlernen können, weil wir damit einen Schritt auf Inklusion zugehen in einer Art und Weise, der ganz neu gedacht ist. Das nämlich bedeutet, alle Menschen haben die Möglichkeit, sich mit einer speziellen Gruppe in Kommunikation zu begeben, die sonst Schwierigkeiten damit hat. Wenn wir das anbieten würden, dann täten wir einen ernsthaften Schritt, Inklusion zu ermöglichen, und zwar deutlich über den Rahmen hinaus an Schulen, an denen nur die Betroffenen unterrichtet sind, deutlich in die Gesellschaft hinein. Denn dann könnte jeder und jede von uns, wie wir hier sitzen, mindestens rudimentär, weil meistens lernt man eine Sprache an der Schule nur rudimentär, sich mit den Menschen verständigen, die sich in Gebärdensprache auseinandersetzen. Wenn Sie Menschen treffen, die Gebärdensprache sprechen, ist schon fast das falsche Wort, dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass die Kommunikation ausgesprochen schwierig ist, weil wir totale Analphabeten in dieser Sprache sind. Und dem Zustand könnte man entgegenwirken, nicht schnell, nicht flächendeckend, aber doch sehr gründlich. Denn wenn alle die Möglichkeiten hätten, diese Sprache zu erlernen, würde eine Barriere abgebaut, würde eine Schwelle abgebaut, würden Zugänge ermöglicht, würden Kommunikation verbessert, und das wäre dann Inklusion, wie sie gemeint ist im engeren Sinne des Wortes. Und deshalb finde ich, ist es höchste Zeit, dass wir damit an den Start kommen. Wir können uns gerne noch einmal in Hamburg umhören. Die haben viele, viele Jahre Erfahrung damit. Die machen da schon eine ganze Menge, und das seit mindestens 20 Jahren. Und wir könnten davon lernen, davon profitieren. Und es ist höchste Zeit, dass wir das hier auch tun. Deswegen kommt der Antrag ja nicht einmal zur rechten Zeit, sondern eigentlich ist es längst überfällig. Aber es ist gut, dass er auf dem Tisch ist, und es ist gut, dass wir die Chance haben, darüber zu reden. Ich finde, wir sollten das angehen. Wir sollten das auch nicht kleingeistig und eng angehen, sondern groß und mutig, weil wenn wir Inklusion wollen, müssen wir etwas dafür tun. Es wird uns etwas kosten. Ja, das ist richtig. Aber es wird uns auch einen großen Gewinn bringen, und zwar für alle Menschen, die in diesem Land leben. In diesem Sinne finde ich, wir sollten diesen Antrag sehr positiv beraten. Herzlichen Dank.
Das Wort hat Herr Kollege May für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Was kommt da? Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ist der schwarz-grünen Koalition eine Herzensangelegenheit. Wir haben daher auch schon eine Vielzahl von Initiativen und Maßnahmen gestartet, um dieses Ziel zu erreichen. Und es freut mich natürlich, dass der Kollege Degen das sogar als historisch bezeichnet und dass hier dazwischen ruft. Das freut mich sehr, aber ich habe auch wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass die Initiativen im neuen Schulgesetz von Frau Abg. Geis lobend erwähnt wurden. Und das ist natürlich vollkommen klar. Dazu gehört auch das Inkludieren von Schwerhörigen und Gehörlosen. Vollkommen klarer Fall. Und auch wir haben im Grundsatz überhaupt nichts dagegen einzuwenden, die Unterrichtung der deutschen Gebärdensprache an unseren Schulen weiter auszudehnen. Allerdings haben wir ein paar Fragen im Detail an das, was die SPD heute als Antrag vorgelegt hat, weil wir glauben, dass das so nicht praktikabel ist. Einen Punkt hat Frau Kollegin Geis ja schon bei der Einbringung hier relativiert, nämlich die Frage des Wahlpflichtfaches. Es ist ja so, dass der Wahlpflichtunterricht dann eine große Anzahl von Schulen, nämlich die Gymnasien, ausnehmen würde. Sie haben das, haben das so zwischenzeitlich wahrgenommen und haben das in Ihrer Rede auch eingefügt, dass das wohl nicht zielführend wäre. Das andere ist aber auch die Frage der Gleichsetzung eigenständige Sprache und Fremdsprache, die Sie vorgesehen haben. Sie haben ja mit Ihrem Antrag eine Initiative von verschiedenen Elterninitiativen aufgegriffen und haben auch in Ihrer Rede noch einmal dargestellt, dass Sie das als gleichwertigen Ersatz zu einer Fremdsprache gerne sehen würden. Ob das, sage ich mal, vom Inhalt her so zielführend ist, weiß ich nicht, weil zum Ersten ist es die deutsche Gebärdensprache, ist also eine Ausdrucksform der deutschen Sprache. Und wenn wir über Fremdsprache reden, ist es ja so, dass der Fremdsprachenunterricht ja nicht nur auf das Erlernen der Sprache ausgerichtet ist, sondern eben auch in den kulturellen Bereich geht, also insbesondere natürlich Fremdsprachliteratur. Und das sind natürlich Dinge, die in diesem Bereich nicht so da sind. Von daher müsste man darüber noch einmal diskutieren, ob das so tatsächlich sinnvoll ist. Sie haben schon an den Worten von Frau Kollegin Ravensburg gehört, dass wir durchaus sehr offen sind über das, wie man die Gebärdensprache weiter an unseren hessischen Schulen stärken kann, dass wir da sehr offen sind, dass wir dort mit größter Offenheit in die Ausschussberatung gehen würden. Aber das, was Sie heute vorgelegt haben, Stichworte noch einmal Wahlpflicht und Fremdsprache, halten wir für schwierig, für zweifelhaft. Von daher freuen wir uns auf die Ausschussberatung und hoffen, dass wir dort in großer Sachlichkeit zu einem Ergebnis kommen werden. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung hat die Landesregierung, Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die deutsche Gebärdensprache ist in der Tat von entscheidender Bedeutung für die Kommunikationsmöglichkeiten gehörloser Menschen. Und deswegen, das ist hier von mehreren Rednern erwähnt worden, in Hessen schon seit vielen Jahren auch politisch als Sprache anerkannt. Zwar, das muss man hinzufügen, werden in den meisten Fällen gehörlose Kinder in ein hörendes Umfeld geboren, sodass nur sehr wenige Eltern eine ausschließlich gebärdensprachliche Kommunikation wünschen und betreiben. Wo das aber der Fall ist, ist die deutsche Gebärdensprache auch die Muttersprache. Und deswegen, meine Damen und Herren, fördern wir hörgeschädigte Kinder tatsächlich auf unterschiedliche Weise. Alle hörgeschädigten Schülerinnen und Schüler haben das Recht auf sonderpädagogische Unterstützung. Wo es möglich ist, durch gute Förderung und Nutzung optimaler technischer Hilfen, arbeitet man auch auf eine lautsprachliche Orientierung hin,
Das will ich hier nur deshalb erwähnen, um dem Missverständnis vorzubeugen, die deutsche Gebärdensprache sei jetzt für alle hörgeschädigten Kinder per Definition das alleinige Kommunikationsmittel. Das trifft so nicht zu. Weil das so ist, können wir auch fast zwei Drittel der hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler an den allgemeinen Grundschulen einschulen. Und im Anschluss daran werden von diesen Schülerinnen und Schülern auch alle Schulformen einschließlich des Gymnasiums besucht. Es gibt aber auch die vier hessischen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Hören, die im Übrigen in eigener Regie die Bildungsgänge Grundschule, Hauptschule, Realschule anbieten und an denen selbstverständlich, darauf hat Frau Abg. Ravensburg schon hingewiesen, auch heute schon die deutsche Gebärdensprache unterrichtet wird. Soweit Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich auf deutsche Gebärdensprache angewiesen sind, die allgemeine Schule besuchen, werden sie außerdem durch jeweils zwei Gebärdensprachdolmetscher der Jugendhilfe begleitet. Und natürlich könnte jede allgemeine Schule schon heute deutsche Gebärdensprache als Wahlangebot oder im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft für ihre Schülerinnen und Schüler offerieren. Dieses Angebot wird allerdings bisher nicht genutzt. Das ist der aktuelle Stand, meine Damen und Herren. Und nun geht es um die Frage, die ja auch in dem Antrag der SPD-Fraktion steckt, wie kann man dieses Angebot noch weiter stärken? Und das ist im Übrigen ein gemeinsames Ziel, das will ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen. Und wir verfolgen das auch als Kultusministerium. Zum Beispiel, um die Zahl der Gebärdensprachdozenten zu erhöhen, mit einer Fortbildung in deutscher Gebärdensprache für hörgeschädigten Pädagoginnen und Pädagogen, die ab 2017 über die Lehrkräfteakademie angeboten werden wird. Nur möchte ich vielleicht die Gelegenheit nutzen, bevor wir das dann in den Ausschussberatungen weiter vertiefen, ein paar Dinge zurechtzurücken, und zwar vor allem mit Blick auf die in dem Antrag der SPD-Fraktion genannten anderen Bundesländer, die angeblich alle schon sehr viel weiter sind, was einfach nicht stimmt. Fangen wir mit Brandenburg an, meine Damen und Herren. Da ist der Hinweis ja auf den Unterricht als Fremdsprache. Herr Abg. May hat ihn aufgegriffen. Es ist einfach nicht richtig, dass die deutsche Gebärdensprache irgendwo in Deutschland als Fremdsprache unterrichtet würde. Das geht auch gar nicht, denn das ist in den Fachgremien der Kultusministerkonferenz intensiv beraten worden und aus den Gründen, die Herr May genannt hat, weil eben die für einen Fremdsprachenunterricht konstitutive Auseinandersetzung mit fremdsprachlicher Literatur in der deutschen Gebärdensprache per Definition nicht stattfinden kann, kann die deutsche Gebärdensprache auch nicht als Fremdsprache klassifiziert werden. Das ist Konsens aller Länder, auch in Brandenburg. Stattdessen, weil man ja den Schülerinnen und Schülern aber entsprechend entgegenkommen will, hat man sich, das hat Frau Abg. Geis mit Recht erwähnt, darauf verständigt, dass man individuelle Lösungen findet, beispielsweise wenn es um das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife geht, für Schülerinnen und Schüler, die nur aufgrund ihrer Hörbeeinträchtigung die zweite Fremdsprache nicht erbringen können, ansonsten aber alle Voraussetzungen für das Abitur erfüllen. Hier individuelle Lösungen zu finden, ist auch Konsens aller Länder und wird selbstverständlich auch vom Hessischen Kultusministerium mitgetragen. Was den Wahlpflichtunterricht anbetrifft, gibt es, glaube ich, ein weiteres Missverständnis auszuräumen. Herr Abg. Greilich hat schon völlig zu Recht aus unserem Schreiben zitiert, Wahlpflichtunterricht setzt einen direkten Bezug auf die Inhalte des Pflichtunterrichts voraus. Das geht bei der deutschen Gebärdensprache auch nicht. Das einzige Problem ist, Herr Greilich, das ist nicht eine isolierte Regelung des Hessischen Schulgesetzes, die wir uns irgendwann einmal hätten einfallen lassen, sondern auch das ist ein Konsens im Rahmen der Kultusministerkonferenz. Und deswegen, das Schulgesetz zu ändern, würde uns an dieser Stelle nicht viel helfen, sondern auch das ist etwas, was man, wenn man Einheitlichkeit gewährleisten will, auch entsprechend in der Kultusministerkonferenz beraten muss. Die Regelung in Brandenburg ist in dieser Hinsicht nicht ganz eindeutig, aber eine Nachfrage beim brandenburgischen Ministerium hat ergeben, es gibt da auch keine allgemeine Schule, die deutsche Gebärdensprache als Wahlpflichtunterricht anbieten würde. Also das ist schlicht und ergreifend nicht relevant. Und in Berlin und Hamburg steht das auch nicht einmal auf dem Papier. In Berlin und Hamburg gibt es jeweils eine Schule, eine Regelschule, eine allgemeine Schule, die deutsche Gebärdensprache anbietet. Das ist in Berlin die Grundschule im Blumenviertel und in Hamburg die Schwerpunktstadtteilschule Hamburg-Mitte. Aber auch die arbeiten genau auf der Basis, auf der auch in Hessen jede Schule arbeiten könnte, nämlich als Wahlangebot bzw. als Arbeitsgemeinschaft. Und jetzt geht es um die spannende Frage, kann man das vom Wahlangebot zum Wahlunterricht hochstufen? Nicht Wahlpflichtunterricht, aber Wahlunterricht. Das setzt wiederum einen Lehrplan voraus. Und das ist der einzige Punkt, das muss man sagen, wo diese Bundesländer tatsächlich einen Schritt vorne dran sind. Die haben nämlich zwar noch keinen Wahlunterricht, aber sie haben immerhin bereits einen in Kraft gesetzten Rahmenlehrplan.
Und da wollen wir auch hin, meine Damen und Herren. Deswegen hat unsere Lehrkräfteakademie den Auftrag, auch einen solchen Rahmenlehrplan zu erarbeiten bzw. zu schauen, inwieweit man diesen Rahmenlehrplan aus Berlin, Hamburg und Brandenburg übernehmen kann. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, dann können wir auch bei uns das als Wahlfach etablieren. Wir brauchen natürlich auch dann noch immer eine Schule, die das macht. Das ist das gleiche Problem, vor dem die anderen Bundesländer auch stehen. Aber auf jeden Fall, Sie sehen, das aktuelle schulische Angebot ist in Hessen auch nicht schlechter als in den anderen Bundesländern. Wir machen uns gemeinsam auch mit anderen Bundesländern auf den Weg, um der deutschen Gebärdensprache hier noch eine stärkere Stellung im Sinne eines Wahlfachs zu ermöglichen und einzurichten. Aber letzten Endes wird dann auch alles davon abhängen, wie es dann tatsächlich draußen angenommen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit kommen wir zur Überweisung des Antrags in den KPA. Keiner widerspricht, damit ist das Konsens und er ist im KPA zur weiteren Behandlung.